Wir sind Buch Joshua, Kapitel 16. ויצא הגורל לבני יוסף מירדן יריחו, למי יריחו מזרחה, מדבר עולה מיריחו, בהר בית אל. יתוון ולענן, ושתם יוסף, ארץ ישראל בקומנת. אז זה טייל עם ארץ ישראל בקומנת. וצווה יוסף יביסן, דס אבודם, אוף גטיילת עם צווי. In zwei Stämme. Stadt Josef waren es Menasche und Ephraim. Jetzt kommen die zwei Stämme und zwar Menasche und Ephraim. Die Städte werden wir nicht machen. Also machen wir schon am Ende. Ve'arim ha'mifdalot livnei Ephraim betoch nachalat benei Menasche kol ha'arim ve'chatzrehen. Das bedeutet, da werden wir, da sehen wir durch Buch Joshua, dass der erste, wer ist gekommen als erstes? Stamm Ephraim. Wer war älter? Menasche oder Ephraim? Menasche war älter. Älter als Ephraim. Dann, warum ist gekommen jetzt zuerst Ephraim und danach Menasche? Die Antwort ist, weil Jakob Avinu in der Torah, wir kennen schon die Geschichte, als Josef seine zwei Söhne gebracht hat zu Jakob, er hat sie gesegnet. Genau. Jakob hat sie gesegnet. Aber wie hat er sie gesegnet? Er hat zuerst Ephraim als wichtiger gemacht, und danach Menasche. Warum? Mit der wichtigen Hand. Die wichtige Hand war für Ephraim gedacht. Rechte Hand. Warum? Weil Ephraim, er soll, von ihm kommt Joshua, von ihm kommen noch mehrere Tzadikim. Und von Stamm Menasche sind es viele Reshaim gekommen. Auch von Stamm Ephraim sind viele Reshaim gekommen. Jerovam ben Nevat und so weiter und so fort. Aber von Menasche waren es sehr viele Reshaim. Bei Ephraim nicht so viele. Und übrigens, dass Joshua ist gekommen von Stamm Ephraim. Und deswegen, weil Jakob gesehen hat Ephraim als ein wichtiger Stamm, noch wichtiger als der erstgeborene Menasche, deswegen ist auch gekommen bei dem Los, ist auch zuerst Ephraim gekommen. Und danach Menasche. Und jetzt, ולא רישו את הכנעני היושב בגזר, וישב הכנעני בקרב אפרים עד היום הזה, ויהי למס עובד. Aber Ephraim, sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben einen Teil bekommen in Eretz Israel, aber sie haben nicht die Stadt Gezer. In Stadt Gezer gab es dort die Knaanim, ein Volk Knaanim. Aber die Ephraim, Shevet Ephraim, haben sie nicht besiegt. Sie haben nicht mit denen Krieg gemacht. Aber sie haben gesagt, wir möchten euch jetzt umbringen. Wir werden es nicht machen, aber ihr seid unter uns. So sagen Shevet Ephraim an die Knaanim. Ihr seid unter uns, das bedeutet, ihr müsst uns Steuern bezahlen. Steuern pro Kopf. Und sie müssen arbeiten für Shevet Ephraim. Ist es gut oder nicht? Sagt uns hier das Buch. Also da sagt er noch nicht, ob es gut ist oder nicht. Aber wir wissen, dass es schlimm ist. Weil Gott hat uns befohlen, alle umzubringen. Und wir werden lernen noch im Buch Schoftim, wie schlimm es ist, weil wir Menschen in Eretz Israel am Leben gelassen haben, deswegen haben wir es auch mit unserem Leben auch bezahlt. Und sie haben es, sie waren immer gegen uns. Die Plishtim, die Knaanim, das werden wir noch sehen im Buch Shoftim. Und sagt uns hier noch der Pasuk weiter, also dem vorigen Pasuk, dass Ephraim zufälligerweise hat er neben Menasche bekommen. Weil Menasche wurde aufgeteilt in zwei. Halbe Stamm von Menasche war außerhalb von Eretz Israel. Das hat er schon bekommen in der Zeit von Moshe Rabbeinu. Und die zweite Hälfte kommt jetzt, das werden wir noch sehen im 17. Kapitel bald. Die zweite Hälfte ist gekommen in Israel und das war zufälligerweise bei Menasche. Also neben Ephraim war neben Menasche. In Klammer, ich habe gesagt zufälligerweise, aber wir wissen von vorige Stunde, das war kein Zufall. Wir haben schon gesehen, wie zuerst war es eine Vorhersage von dem Elazar, der Hohepriester. Und er hat es gesagt, zuerst kommt das und das. Und es ist wirklich so gekommen. Wir haben schon gesehen, dass es eine Prophezeiung war. Aber trotzdem war es laut unseren Augen mit dem Tombola, mit dem Los, war es ein Zufall, dass Menasche neben Ephraim war. Warum ist es gut? Weil die sind zwei Geschwister. Also das ist noch engere Familie. Und wie wir schon vorige Stunde gesagt haben, dass eine Familie, sie mag es immer zusammenzuhalten. Und nicht, dass der Vater zum Beispiel wohnt in einer Stadt und der Onkel wohnt in der anderen Stadt. Es ist noch besser, wenn alle zusammen wohnen, weil da bei Feiertagen oder Feiern kann man zusammen feiern und man muss nicht so viel gehen.
Okay, das war der 16. Kapitel. Wir haben manche Psukim übersprungen, weil die Städte sind sowieso nicht aktuell für uns jetzt, 2020. Machen wir jetzt den 17. Kapitel. Und jetzt, nachdem wir gesehen haben, im 16. Kapitel, wie Stamm Ephraim einen Teil bekommen hat, jetzt kommen wir weiter zu Shevet Menashe. Vayi agora lematem Menashe, ki hu bechor Yosef, למחיר בכל מנשה אבי הגלעד, כי הוא היה איש מלחמה, והיא לו הגלעד והבשן. Das bedeutet, מנשה, weil der erst geboren ist, von Stamm Josef, hat als erstes bekommen. Wann hat es bekommen? In der Zeit von Moshe Rabbeinu noch. Bei dem Los von Joshua ist zuerst Ephraim gekommen. Aber bei Moshe Rabbeinus Zeit war מנשה, hat zuerst bekommen im Ausland. Warum? Weil war der Erstgeborene. Und wer hat es bekommen? Machir, der Erstgeborene von Menashe. Das bedeutet, der Erstgeborene von Josef ist Menashe. Und der Erstgeborene von Menashe, Machir, hat bekommen eine Stadt dort. Warum? Warum hat er dort bekommen? Weil eigentlich wir wissen, dass die zwei Stämme, Reuven und Gad, in der Zeit von Moshe Rabbeinu, wie wir es schon öfter erwähnt haben, sie sind gekommen zu Moshe Rabbeinu. Die sagen ihm, Moshe, wir sind hier im Ausland noch. Wir sehen so viel Grün hier, so viel Schönes ist hier und wir haben viele Tiere hier. Schafe, Kühe und wir haben sehr viele Tiere. Und deswegen können wir das bitte auch hier im Ausland wohnen? Können wir im Ausland wohnen, also nicht nach Eretz Israel zu kommen? Wir haben schon gesehen, was Moshe Rabbeinu gesagt hat und alles. Aber eigentlich steht nicht geschrieben in der Tora über halbe Stamm von Menashe. Es steht nicht geschrieben, dass halbe Stamm von Menashe viele Menschen waren oder dass sie zu viele Tiere hatten. Es steht nichts geschrieben in der Tora. Über die zwei Stämme steht es geschrieben. Aber warum kommt dann die Hälfte Menashe, Hälfte Stamm von Menashe, warum kommen sie auch zu den anderen? Eine Meinung sagt, weil Stamm Menashe, die waren von ein Stamm von gelehrten Menschen in dieser Zeit. Sehr viele Gelehrte. Und Moshe Rabbeinu wollte, dass Stamm Menashe, er hat sie aufgeteilt in zwei, damit die Hälfte davon, also die Rabbanim, die in Stamm Menashe sind, die werden die zwei anderen Stämme, Reuven und Gad, die Tora beibringen. Weil mit der Zeit könnten die Reuven und Gad die Tora vergessen. Deswegen Moshe zur Sicherheit hat genommen Stamm Menashe, die halbe Stamm von Menashe, damit sie die Tora beibringen können zu den zwei anderen Stämmen. Das ist ein Grund. Aber stellt sich die Frage, warum hat man sie überhaupt geteilt? Warum machst du so eine Teilung von Stamm Menashe? Halbe hier, halbe in Israel und halbe außerhalb von Israel. Von der Sohn von Josef. Warum ist es so? Sagt uns eigentlich hier die Kommentatoren das. In der Zeit von der Tora, also wo in der Geschichte von der Tora von Josef und seinen Geschwistern, wo Josef, er ist gekommen nach Ägypten und dort war er als König, als Vizekönig, ja, der Stellvertreter von dem König, sind gekommen die Geschwister von ihm und als sie erkannt haben, dass Josef ist, sie haben ihre Kleidung zerrissen. Warum als eine... bitte verzeih uns, wir haben einen Fehler gemacht. Da sagt Gott, Josef, wegen dir haben die Stämme ihre Hemden zerrissen. Deswegen, du wirst bestraft, dass dein Sohn, bei deine Nachkommen werden auch zerrissen in zwei, aufgeteilt in zwei. Genauso wie die Schwatim ihre Kleidung in zwei geteilt haben, so zerrissen haben. Aber kann nichts dafür. Er kann nichts dafür, aber trotzdem, wir sehen, das ist, was geschrieben steht im Talmud, Sukkah. Dort steht es geschrieben im 5. Kapitel, Akadosh Baruch Hu medagdekim atzadekim kechut asara. Das war nicht seine Schuld, das war normal, er hat nichts gemacht. Aber Gott, er schaut auf die Tzadikim noch mit einer Lupe. Ja, also er schaut auf Kleinigkeiten. Auch wenn du nicht schuld bist, bist du schuld. Ja, natürlich, muss schon etwas da sein. Aber es war etwas Kleines von Kleines von Kleines, eine Schuld bei Josef. Deswegen hat ihn Gott bestraft. Und stellt sich die Frage, okay, man muss sie aufteilen, die Söhne von Josef. Aber warum genau Stamm Menashe? Warum nicht Ephraim? Also erste Antwort ist, weil Menashe der Erstgeborene ist. Der Erstgeborene, er bekommt die Verantwortung. Und deswegen, er war der Erste, der die Strafe bekommen hat. Noch eine Antwort ist, weil Stamm Menashe, sie waren auch sehr viele Menschen.
Sie werden sehr viele Menschen, jetzt werden wir noch lernen. In der Zeit von der Tora waren sie nicht so viel. In der Zeit von Moshe. Sie waren nicht so viel. Aber jetzt, in unserer Zeit von Joshua, sie waren schon viele, viele Menschen. Und wenn noch mit noch genauer schauen. Deswegen hat man aufgeteilt, Chevet Menashe in zwei, halbe sind in außerhalb von Eretz Israel. Und jetzt kommen wir weiter. Weil Livne Menashe anotarim bemishpechotam, Livne Aviezer, Livne Chelek, Livne Asriel, Livne Shechem, Livne Chefer, Livne Shemida, Ele Bnei Menashe und Yosef, Azecharim, lemishpechotam. Und jetzt man hat für die restlichen, der Rest hat man in Israel gegeben. ולצלופחת בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, לא היו לו בנים כמבנות, ואלה שמות בנותיו, מחלה ונועה, חוגלה, מלכה ותרצה. היוודת דסקות, אין לי פסוקים להזניץ, הוא נלך הקליאן. ותקרבנה לפני אלעזר הכהן, ולפני יהושע בן נון, ולפני הנשיאים למור, אדוני ציווה את משה לתת לנו נחלה בתוך אחינו, ויתן להם אל פי אדוני נחלה בתוך אחי אביהן. ויפלו חבלי מנשה עשרה לבד מארץ הגלעד והבשן אשר מעבר לירדן. כי בנות מנשה נחלו נחלה בתוך בניו, וארץ הגלעד הייתה לבני מנשה הנותרים. מחווה היא השתוק. עוד יצא. די טויכטן פון צלופחד. וכן שוב איזה גשיש תפון לתורה. וצבא עם פרשת פנחס, הצלטונס די תורה דואט, עם פרשת פנחס, עם התורה, דס. אסגב אינם, נוחדפוה, אסגב אינה פרזון. ויהי איש מקושש עצים ביום השבת, das ist in denke das war in parashat beshalach. Parashat beshalach am Ende von der parasha, da dort wird geschrieben, dass es gab einer, der die Shabbat gebrochen hat, also nicht gehalten hat. Was hat er gemacht? Er hat Holz gehackt. Und man hat ihn bestraft. Was hat man ihm gemacht? Man hat ihn besteinigt. Sagen uns die Kommentatoren, wer ist diese Person? Das war Zlofchad. Wer ist Zlofchad? Zlofchad, er war der Sohn von Machir, der Sohn von Chefer, Entschuldigung, Zlofchad war der Sohn von Chefer, der Sohn von Gilad, und Gilad war der Sohn von Machir und der Sohn von Menashe. Das bedeutet, Zlofchad, er war der Nachkommende von Menashe, von Stamm Menashe. Und man hat jetzt Zlofchad umgebracht, besteinigt. Warum? Weil er Schabbat gebrochen hat. So schlimm ist es, Schabbat brechen. Wenn zwei Zeugen kommen und sie haben es gesehen natürlich. Und das ist nicht einfach so eine Strafe. Das ist nur, wenn zwei Zeugen ihn gesehen haben, sie haben ihm dreimal schon gesagt, du pass auf, das darfst du nicht machen, Schabbat ist heute und du bist bestraft, du wirst besteinigt werden, du wirst getötet werden. Nein, egal, noch einmal, dann bringt man ihn zum Gerichtshof und dort versucht man irgendwie auf Lücken zu schauen. Wenn man keine Lücke gefunden hat, dann tötet man den Menschen. Das war nicht so üblich, aber es war in der Zeit von Tempel oder von Menashe, also in der Zeit von Moshe auch. Und eigentlich sagt uns die mündliche Tora, dass Zlofchad, er hat gut gemeint. Er wollte es nicht einfach so, ja, ich mache es eine Avera, weil du bist jetzt in der Wüste, du siehst die sieben Ehrenwolken, du siehst jetzt Beirashel Miriam, Wasserquelle von Miriam, also Wasser, was kommt in der Wüste durch Miriam. Durch Miriams Verdienste. Du siehst, wie Am Israel mit vielen Wunder rausgegangen ist. 10 Plagen und Meeresspaltung, all diese Sachen. Du warst bei der Ereignis vom Berg Sinai. Also das ist noch später war das. Aber du siehst alles. Wie kannst du gegen Gott sein? Gott sagt, man darf nicht Schabbat brechen. Und du brichst Schabbat. Sondern die Antwort ist, er hat es gut gemeint, er wollte es nur den anderen zeigen. Schaut, was passiert, wenn jemand einen Schabbat bricht. Das wollte er uns beibringen. Schaut, wie schlimm es ist, Schabbat zu brechen. Weil bis diese Zeit könnte man denken, okay, ich habe Schabbat gebrochen. Also man hat noch nicht. Aber in der Zukunft könnte man denken, ich werde Schabbat brechen, egal, es wird nichts passieren. Die Tora schreibt, ich werde besteinigt. Das ist nur als Metapher, als Beispiel. Das ist nicht ernst gemeint. Deswegen hat Zlofchad das gemacht, damit die anderen sehen, schaut, ich werde jetzt umgebracht, weil ich Schabbat jetzt gebrochen habe. Er hat es gut gemeint, aber trotzdem, das war ein Fehler von ihm. Weil sowas sollte man nicht machen. Weil in dieser Zeit gab es auch Moshe Rabbeinu, der Oberrabbiner, und er sollte sowas entscheiden, ob es erlaubt ist oder nicht. Aber du als eigene Initiative kannst du es nicht machen. Okay, Zlofchad, er hatte keine Söhne gehabt. Er hatte nur Töchter gehabt. Chogla, Milka
תרצה ומחלה. Ja? מחלה ונועה, חוגלה, מלכה ותרצה. Fünf Töchter hat gehabt. Und jetzt diese Töchter sind gekommen in Parashat Pinchas, kommen zu Moshe Rabbeinu. Moshe, unser Vater ist jetzt tot. Und wir werden jetzt nach Eretz Israel kommen, in der Zukunft. Bitte, wir möchten auch ein Teil, ein Gebiet haben in Eretz Israel. Warum? Weil wir sollten eigentlich das Land von unserem Vater bekommen, aber Frauen können keine Erbe bekommen, die Töchter bekommen keine Erbe, nur die Söhne. Deswegen sagen sie, gib uns bitte einen Teil, bitte. Wir brauchen einen Teil, weil unser Vater, er hat keine Söhne und, weißt du, er hat es gut gemeint. Bitte gib uns ein Landstück. Sagt Moshe, kein Problem, ich gehe jetzt Gott fragen. Er fragt Gott und Gott sagt ihm, ja, hör, was sie dir sagen. Okay, Moshe Rabbeinu kommt zu denen, zu den Töchtern von Zofrat und er sagt, okay, Akadosh Baruch Hu hat mir gesagt, ich werde euch ein Teil in Eretz Israel, ein Gebiet in Eretz Israel auch geben. Jetzt, die Zeit vergeht. Die 40 Jahre vergehen und Moshe ist schon verstorben und die ganze Generation ist gestorben. Die Töchter sind noch hier. Und sie kommen jetzt zu Elazar, der Hohepriester, und Joshua. Und sie sagen, ja, vergiss nicht, wir haben schon mit Moshe Rabbeinu geredet, dass er uns ein Landstück geben soll. Bitte vergiss es nicht, uns auch hier zu geben. Und sag denen, Joshua und Elazar, der Hohepriester, ja, sicher, wir werden euch es geben. Und sie haben vier Teile, vier Gebiete haben sie bekommen. Stamm Menashe hat insgesamt 10 Gebiete in Eretz Israel, 10 Städte in Eretz Israel bekommen. Die Töchter von Zofrat, 4 davon haben sie bekommen. Warum? Sie waren 5, aber eigentlich sie sollten ein Gebiet bekommen von ihrem Vater. Warum sie 4? Weil sie sind gekommen zu Moshe Rabbeinu. Sie haben gesagt, du Moshe, wir sollen ein Gebiet bekommen, eine Stadt von unserem Vater. Von dem Konto von unserem Vater, ein Gebiet sollen wir bekommen. Aber unser Vater war ein Erstgeborener. Der Erstgeborene bekommt als Erbe mal 2, also das Doppelte. Deswegen, wir bekommen noch einen Teil von unserem Vater, weil er der Erstgeborene ist. Das ist schon 2. Und Hefer, der Vater von ihm, ja, er ist auch verstorben. Und deswegen, wir sollen auch von unserem Großvater auch bekommen. Und nicht nur das, der Bruder von Zofrat ist auch verstorben in der Wüste. Und wir sollen auch sein Gebiet bekommen, von dem Bruder von Zofrat. Moshe sagte, okay, kein Problem. Also Joshua jetzt. Ja, 4 Gebiete bekommt ihr. Joshua sagt, 4 Gebiete bekommt ihr als Geschenk. Eigentlich sollten nur 1 bekommen, aber sie haben jetzt 4 bekommen. Machen wir jetzt weiter. Und wir haben schon gesagt, dass sie haben insgesamt in Shevet Menashe 10 Städte haben sie bekommen, aber 4 davon waren von den Töchtern von Zofrat. Und jetzt, sagt uns der 10. Pasuk, Negba le'Ephraim ve'zafona limnashe, v'ayal ayam gevulo, uv'asher yevgon mitzafon, v'yissachar mimizrach. V'ayal limnashe v'yissachar uv'asher, bet she'an uv'enotea, v'v'lam uv'enotea, v'et yoshvet dor uv'enotea. Das sind Städte. Überall, wo es geschrieben steht, die Städte, zum Beispiel Ivleam und ihre Töchter, ja, Uvnotea, oder Yoshvet Dor, diese Stadt, und ihre Töchter, oder Endor und ihre Töchter, was sind die Töchter? Was? Menschen? Nein. Es gab eine Großstadt, zum Beispiel Ivleam, und es gab noch kleinere Dörfer daneben. Kleine Städte, kleine Städte daneben, das heißt ihre Töchter. Das bedeutet, es gab die Hauptstadt und noch kleine Dörfer daneben, das hat man auch bekommen. Und Menashe hat auch bekommen in Issachar und in Aschers Gebiet, also auch ein Teil in Ascher und auch in Issachar, das werden wir noch besser schon noch sehen in diesem Kapitel. Und das waren die Städte. Aber, 12. Pasuk, ולא יכלו בני מנשה להוריש את הערים האלה, ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת. Aber da auch stamm Menashe haben einen Fehler gemacht und sie haben nicht getötet die Knaanim in ihren Gebieten. Sie haben sie nicht umgebracht. Und das ist auch ein Fehler. Genauso wie bei Ephraim. Vayegi chazeku bnei Israel, vaytenu takenani lamas, leoresh leorisho. Aber Israel war noch stärker. Deswegen, sie haben denen gesagt, genau wie bei Stamm Ephraim. Ihr müsst uns jetzt Steuern bezahlen, aber ihr werdet am Leben, wir lassen euch am Leben. Weiter. Vaydaberu bnei Yosef et Yehoshua lemor. מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד ואני עם רב עד אשר קום
עד אשר עד כה ברכני אדוני. ויאמר עליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלה לך יערה, וברתה לך שם בארץ הפריזי והרפאים, כי עץ לך הרפאים. ויאמרו בני יוסף, איך ורד בסנד אלזן, עונה לך כלל, ויאמרו בני יוסף, לא ימצא לנו ההר, וערך הברזל בכל הכנעני, היושב בארץ עמק, לאשר בבית שאן ובנותיה, ולאשר בעמק ישראל. ויאמר יהושע אל בית יוסף לאפרים ולמנשה לאמור, עם רב אתה, וכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד, כי הר יהיה לך, כי יערו וברתו, והיה לך תוצאותיו, כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזלו, כי חזק הוא. את קומן, שתם, אפרים ומנשה, צו יהושע, und sie sagen ihm eigentlich, die Kommentatoren sagen, das war nicht Ephraim und Menashe, die Söhne von Josef, sondern das war nur Menashe, der Sohn von Josef, nicht beide. Und jetzt werden wir es auch verstehen, warum es so ist. Menashe geht zu Joshua und der Stamm Menashe kommt zu Joshua und sagt ihm, Joshua, wir sind zu viele Menschen. Du hast uns ein Teil gegeben hier in Eretz Israel, ein Gebiet in Eretz Israel, aber das ist zu klein für uns. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch einen Ort, noch größerer Ort. Joshua sagt, stimmt, ich weiß, ihr seid zu viel. Ihr habt recht, aber wie viel? Es wird geschrieben in der Torah, im Parashat Bamidbar. Parashat Bamidbar, da hat man die Stämme aufgezählt und Stamm Menashe hat man gezählt und er war 32.200 Menschen. 32.200 am Anfang. Ein paar Parashiot danach in Parashat Pinchas zählt man noch einmal die Stämme und da ist es schon geworden zu 52.700. Und wir sehen, es ist schon viel geworden. Und jetzt ist es noch mehr als diese 52.000. Das bedeutet, Stamm Menashe, die sind immer rasant, also sehr schnell hinaufgewachsen. Sehr viele Menschen in der Hochzahl sind sie gewachsen. Und jetzt bei Joshuas Zeit sagen sie, schau, wir sind zu viele. Wir können nicht in so ein kleines Gebiet wohnen. Joshua sieht es, er sagt, ihr habt recht. Aber er sagt denen, es gibt jetzt hier einen Berg. Es gibt einen Berg. Auf diesem Berg, es gibt dort ein Wald. Yarim, Ayara. Was ist das Problem? Ihr seht dieses Wald mit vielen Bäumen. Bringt raus diese Bäume, also hackt all diese Bäume. Und in diesem Ort, in diesem Gebiet, macht euch neue Städte. Erstellt euch neue Städte in diesem Gebiet. Ich werde es zuerst oberflächlich erklären und danach kommen wir zu Talmud. Die Söhne von Josef, also Stamm Menashe, sagt, nein, wir können das nicht machen. Warum? Weil, stimmt, es gibt hier einen Berg, aber nach diesem Berg, in dem Tal, aber bei der anderen Seite, gibt es dort die Perizi und Rephaim. Das bedeutet, die sind dort nicht jungen Völker und die sind stark. Wie stark? Aber ihr seid auch stark. Ihr seid sehr viele Menschen. Ihr seid schon stark. Ja, wir sind stark und viele, aber sie haben dort Rechef Barzel. Was ist Rechef Barzel? Heutzutage sagen wir es auf unsere Sprache, Panzer. Ja, das Panzer von damals. So mit Metall, aus Metallsachen, Kutschen aus Metall und das war so wie das Panzer von heute. Stimmt, wir sind viele, aber gegen solche Panzer können wir nicht. Wir können nichts schaffen. Und er sagt denen deswegen, was wir am 11. Pasuk gelernt haben. Deswegen hat Joshua gesagt, okay, ich habe eine Idee. Ihr bekommt diesen Teil, diesen Berg. Und ihr bekommt noch, also ihr könnt jetzt das Holz dort hacken und dort ein Gebiet erstellen. Aber ihr bekommt zusätzlich noch kleine Gebiete von Stamm Asher und von Stamm Issachar. Noch kleine Städte von Stamm Asher, von Stamm Issachar bekommt ihr auch. Und deswegen, das ist, was wir am 11. Pasuk gesagt haben, dass sie es bekommen haben. Von Stamm Asher und von Stamm Issachar, kleine Orte. Und es endet hier der Kapitel, dass Stamm Menashe, obwohl die Erlaubnis bekommen haben, hier, das ist diesen Berg mit dem Wald, es gehört euch, erstellt dort eine neue Stadt, sie haben es nicht gemacht. Sie haben es nicht gemacht, sie hatten Angst gehabt und sie haben die Knaanim so am Leben gelassen. Sagt uns hier aber der Talmud, was bedeutet hier, geht's in den Wald? Alelecha hayara, geh zur Wald. Sagt uns der Talmud Sota 36, er sagt, ihr seid zu viele, ihr seid zu viele Menschen, geht, versteckt euch im Wald. Warum? Seid nicht, wo viele Menschen euch sehen werden.
weil ihr zu viele Menschen seid, es kann sein, dass es eine Einara auf euch kommt. Böse Auge, Einara, schlechte Energie, und ihr könnt nachher Katastrophen bekommen deswegen. Wegen dieser schlechten Energie von Einara, von diesem schlechten, böse Auge. Und deswegen versteckt euch in diese Wälder. Was antworten Stammenasche? Joshua, wir brauchen das nicht. Wir sind die Söhne von Josef. Und es steht geschrieben, in der Sera von Josef, bei den Nachkommen von Josef, herrscht keine Einara. Genau, Ben Porat Josef, Ben Porat, alle ein. Was bedeutet alle ein? Er ist über den ein, über das Auge. Was bedeutet das? Er ist über das schlechte Auge. Über Einara. Von Stamm Josef, in Stamm Josef gibt es keine Einara. Das ist, was im Talmud geschrieben steht. Und wir haben jetzt gesehen, in diesem Kapitel, 17. Kapitel, wie Menashe, der zweite Sohn von Josef, auch ein Gebiet in Eretz Israel bekommen hat. Chazak uvaruch.